Intimer Einblick, diese drei Momente brachten Sylvie zum Weinen. Topgestühlt und ein Zahnpasta-Lächeln auf den Lippen, so kennen und lieben die Fans Sylvie Meist, 39. Hinter dieser perfekten Fassade herrscht aber nicht nur eitel Sonnenschein, im Gegenteil. Die schöne Niederländerin hat im vergangenen Jahr einige Enttäuschungen erleben müssen. Momente, die auch einer Miss Perfekt wie Sylvie schwer zusetzen. Ende 2017 verliert sie ihren geliebten Let's Dance-Moderatoren-Job, dann wird öffentlich, dass ihre Verlobung und somit auch die Beziehung zu Geschäftsmann Blauart in die Brüche gegangen ist. Für die Ex-Spielerfrau keine einfache Zeit, ich habe geweint, als Schwester seine Sachen abgeholt hat inklusive des Verlobungsringes. Ich habe geweint, nachdem RTL mir gesagt hat, dass ich nicht mehr moderiere, erzählt die Dessous-Designerin offen und ehrlich im Gala-Interview. Eine große Portion Kraft habe der Wahl-Hamburgerin vor allem ihr Sohn Damian, 11, gegeben. Auch an Weihnachten vergoss die sportliche Blondine einige Tränchen, ich habe geweint, als ich meine 90-jährige Oma gesehen habe und traurig war, dass ich nicht öfter bei ihr bin. Neben ihrer Großmutter Jonna ist auch Mama Rita eine wichtige Stütze für die TV-Beauty. Sie, ihre Oma, Anmerkung Red, und meine Mutter wissen immer über alles als Erste Bescheid. Sie erfahren nie etwas aus der Zeitung, verrät Sylvie.